Hallo Leute, wie geht's? Heute ist Freitag und im Iran sind Freitag und Donnerstag die Tage des Wochenendes. Manchmal verbringen mein Mann und ich unsere Freitage damit, das Haus zu putzen. Aber heute ist das Haus völlig sauber, deswegen haben wir beschlossen, den ganzen Tag zusammen zu verbringen und rauszugehen. Es ist 10 Uhr morgens und wir werden frühstücken gehen, weil das Wetter angenehm ist. Und wenn ihr neu seid, also herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Mohadeseh, bin Iranerin, aber unterrichte Deutsch. Hier sprechen wir über verschiedene Themen auf Deutsch und versuchen unsere Sprachkenntnisse durch Zuschauen, Zuhören, Sprechen und Genießen zu verbessern. Wenn ihr an solchen Inhalten interessiert seid, bitte vergesst nicht, mich zu abonnieren. Okay? Ihr könnt auch deutsche, englische und persische Untertitel haben, aber ich persönlich empfehle deutsche Untertitel. Also, los geht's! Frühstück bestellte ich dieses köstliche Gericht, das Wurst, Spiegelei, Schinken, Salat und gebackene Bohnen enthält. Im Iran trinken wir normalerweise Tee zum Frühstück. Mein Mann bestellte eine Art Omelette und natürlich Tee. Und dann haben wir Kaffee getrunken. Wenn mein Hund eine Katze sieht, fängt er an zu bellen. Besonders wenn die Katze flauschig und groß ist. Dann beschlossen wir, an einen grünen und schönen Ort zu gehen. Da es Herbst war, waren die Bäume nicht so grün wie immer. Okay, Charlusse Straße ist eine sehr schöne Straße, die in der Stadt Charlus endet. Also es ist in der Nähe meiner Stadt Karaj. Viele Menschen verbringen ihre Wochenenden hier, weil es ein grüner Naturort ist und es außerdem viele iranische Restaurants gibt, die köstliche persische Gerichte anbieten. Wir sind in ein Restaurant am Fluss gegangen. Wir gingen am Fluss spazieren. Unser Hund war sehr glücklich und aufgeregt und hat sogar einen neuen Freund gefunden. Zum Mittagessen bestellte ich eine Schüssel Suppe, Joghurt sowie Reis und Kebab. Kebab ist das beliebteste Gericht in meinem Land. Okay, wir kamen zu Hause an und ich machte Tee und jetzt möchte ich ein bisschen arbeiten. Danke, dass ihr euch mein Video angesehen habt und tschüss, bis zum nächsten Video.